Ich drehe durch. Jetzt darf ich endlich im Homeoffice arbeiten. Aber der Esstisch hier, das ist einfach keine Dauerlösung. Tim, hast du da irgendwelche Tipps für mich, wie ich das in meinem neuen Hansehaus besser planen kann? Ja klar, du musst dir nur vorab überlegen, ob dir für deine Bürotätigkeit zu Hause eine kleine Nische reicht oder ob du vielleicht einen ganzen Raum dafür einplanen möchtest. Wenn ich es unterbekomme, dann auf jeden Fall in einem separaten Raum. Aber was muss ich dabei eigentlich alles beachten? Optimale Ausleuchtung fördert die Konzentration. Also plan großzügig Fenster ein und zusätzliche Beleuchtung. Achte allerdings darauf, dass du am Arbeitsplatz nicht geblendet wirst. Seitliches Licht ist dabei am besten. Das ist sehr gut zu wissen. Cool wäre natürlich, wenn ich im Sommer von der Terrasse aus arbeiten könnte. Ist das denn irgendwie realisierbar? Ja, logisch. Denk bei deiner Planung nur an Strom, Internet und ausreichend Beschattung. Dann steht der Arbeit im Freien gar nichts mehr im Wege. Kennst du denn da sonst noch andere Tricks? Die Kosten für diesen Raum kannst du gegebenenfalls sogar von der Steuer absetzen. Das hängt allerdings von deiner individuellen Situation ab. Informier dich, das kann sich echt lohnen.